Es sieht so wild aus mit den ganzen zerstörten Sachen überall. Aber gut. Wobei, das sind jetzt diesmal ja wir gewesen. So, so als bisschen Ausgleich zu dem vorher. Heißt, wir schicken die Flotte schon weiter rum. Unsere Erdenflotte ist echt mau. Du bist jetzt Earth Protect Jäger. Wir haben da schon neue im Bau, richtig? Ship Construction. Earth. Ja. Unpowered. Oh, okay. Also während des Upgradens definitiv nicht nutzbar. Schade. Ich dachte, sie nutzen halt quasi das Innere von dem Tier 2 Ding und dann bappen sie außen irgendwas ran, aber drin können sie irgendwie weiter tinkern. Nein. Okay. Go. Das ist mal wieder eine Flotte, die ich mir nicht angeguckt habe. Die wollen abhauen. Nein. Also die Ressourcen sind nicht viel zugegeben, aber ich meine, wir haben 13.800 Gold. Aber ja. Continuum. Und wir haben eine Förderung bekommen. Das ist viel wichtiger. Nee, du suchst dir bitte ein neues Ziel. Oder hatte Gerowehr das gerade absichtlich gemacht mit der größeren Flotte? Ich glaube schon, ne? Er war ziemlich auf Aggro getrimmt in den letzten Folgen, weil es so enttäuschend ist. Aber das ist okay. Da bin ich jetzt drüber hinweg. Ich bin ja ein anderer Gero. Ich habe schon eine Liste angefangen, was wir im nächsten Run alles besser machen. Falls ihr euch da beteiligen wollt, gerne im Discord schreiben oder in den Kommentaren. Ne, die sind hier alle normal, ne? Dann hier, Sierra 72, go. Gauge, Auto-Resolve. Ah, neue Beförderung. Das ist echt gutes... Also wir sollten es vielleicht mit den Jägern machen. Wobei, das sind unsere einzigen Schiffe gerade. Sondern mit der richtigen Flotte. Dass die dann auch schon stärker wird. Weil es wird uns nicht so viel bringen, wenn wir super Offiziere haben auf einem klitzekleinen Jäger. Wenn das jetzt irgendwelche Capital-Schiffe wären, würde es wahrscheinlich mehr bringen. Auch eine Überlegung wert, dass wir das nächste Mal einfach immer die größten Schiffe bauen. Ja, eigentlich soll es halt eine Mischung sein, ne? Ja, ja. Na gut, continue. Ich mache eine kurze Pause mit dem... Du fliegst wieder nach Hause, ne? Ja. Kurze Pause mit dem Zerstören. Wir müssen ja auch anderweitig vorankommen, ne? Auch wenn es da schön ist, ein bisschen voranzukommen mit dem Zerstören von Schiffen, aber Erde fusionieren zu einem Riesending ist auch wichtig. Wir sind ja gerade bei Europa bei... Was ist da oben so abgehackt, Text? Ah. Genau, wir sind bei Europa dabei. Ziel ist Deutschland, ne? Haben wir noch anderen Kleinkram? Wo hockt ihr gerade alle? Also zwei sind in Deutschland, ja, und du machst zu Hause dein Ding. Cleaning things up. Nö, gut. Dann nächste Zuweisungsphase abwarten. Population loss and GDP damage from nuclear strikes are reduced. Ja. jetzt, wo wir ja aggressiver vorgehen gegen die Aliens, weil wir eh schon irgendwie doch totalen Krieg haben, ohne dass es komplett rot ist, sollten wir jetzt auch das Alien gefangen nehmen für die Forschung. Das habe ich immer wieder hinausgezögert, weil ich keinen Stress wollte. Jetzt haben wir definitiv Stress. Great Europe. Favorite Stop. Ich glaube, du warst eh nur so ein Nebenbei-Projekt, ne? Great Europe braucht jetzt mega 50.000. Das ist in 2 Jahren fertig. Das existieren wir doch gar nicht mehr. Ich bin trotzdem noch leicht negativ eingestellt. Aber nee, das ist jetzt eher Fatalismus. Das ist okay. Continue. So.
Du bist allein. Hast 610. Mit unserer Erdflotte kriegen wir da nichts hin, oder? 4 Schiffen. Righteous Storm, Dreadnought. Das klingt groß. Ja, der wird genug Point Defense und so weiter haben, um alle Raketen da abzuschießen. Ah, du darfst weiter existieren. Ist okay. Warum hast du kein Bild? Ah, die sind gleich wieder fusioniert mit der anderen Flotte. Hm? Victor 260 ist irgendwo angekommen. Achso, bei... Wow. Lonely Meteor. Was bist du? Mothership. Mhm. 137.000 Tonnen. Geh weg hier. Ich will sowas nicht sehen. Alter. Oh. Geklickt. So. Aliens. Huh? Ich sollte zuerst Deutschland ein bisschen anknabbern. Also gerade den Exekutivpunkt bekommen. Für Allianz und so weiter. Und danach das machen. Wir sollten auch Initiative eigentlich ignorieren. Ich glaube, das sollte ich in Zukunft eh machen. Weil das Angreifen von Freunden, so gemein es auch ist, sorgt nicht dafür, dass die Aliens stinkig werden. Das heißt, wir können echt rabiater mit denen umgehen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon zweimal gesagt. Also auch nach dem ersten Playthrough schon, oder? Hm. Sei es drum. Also, wir machen jetzt erstmal unser Cap einigermaßen voll mit Deutschland-Anteilen. Und danach schicken wir alle unsere Agenten los, um ein Alien zu finden und das gefangen zu nehmen. Und dann kriegen wir dadurch auch neue Forschung, wenn ich mich recht erinnere. Ja. So, das heißt, wir machen den One-Two-Punch. Können wir den inzwischen machen nach dem ganzen Tröten hier? Ach, ja, 256 Influence jetzt. Also, das einmal knacken. Ich warte auch ab, ob es mit dem Knacken klappt. Wir haben da ja keinen Zeitdruck in dem Sinne. Und helfe lieber hier weiter. Die letzten Reste der Pflanzen in den Griff zu bekommen. Wobei, ich hatte es jetzt ja auch schon erwähnt, hoffe ich zumindest hier, dass wir die ja auch bomben können und dergleichen. Ne? Ich weiß nicht, wie negativ sowas ist. Also wir könnten jetzt unsere Earth Protect Jäger nehmen. Abdocken. Also erst müssen wir das alles dann machen. Okay. Muss irgendwas gesichert werden? Usna, ja. Securing our control. Confirm. So. Earth Protect, bla bla bla, ist launched. Und jetzt bomben wir die Pflanzen. 14 Tage. I will help them. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Atrocity zählt, ne? Also falls da irgendwelche Zivilisten in der Nähe sind oder so. Ich glaube, das ist okay. Wir sollten mal vorher gucken, wie sie uns die Bevölkerung da mag. Aber das ist jetzt wesentlich einfacher, als immer wieder Agenten hinzuschicken, ne? Oh, das kommt mit auf die Liste. Also sobald man ein Schiff hat mit Bombenfähigkeit, was ja nicht alle Waffen haben, dann machen wir es lieber hiermit und lassen die Agenten irgendwas Sinnvolleres tun. Und sei es nur advisen oder irgendwas. Also hier, wir sind bei 14%. Bomben. Targeting large civilian facilities is an atrocity. Nee. Wir targeten Pflanzen im Central Park anscheinend.
das jetzt neuerdings in China liegt. Also 14%. Ne, ich glaube, das ist... Ja, hiergegen. Wir müssten... Also das, was am meisten dagegen helfen würde, wäre wahrscheinlich, dass alle Agenten mehr... Ich weiß gar nicht, wie die Stats bei denen sind. Investigation... Ist okay, er könnte ein bisschen mehr haben. Aber mit dem Investigation müssten sie eher sehen, wenn sie aufgedeckt werden. Und dann doch regelmäßiger abtauchen. Also wir hatten ja wirklich jahrelang gar nichts, das uns geklaut wurde und ähnliches. Wahrscheinlich, weil die KI einfach nicht stark genug war. Aber sobald sie halt hoch genug ist, wird sie anfangen zu klauen. Gerade wenn wir technologisch weiter vorangeschritten sind als die. Heißt, Security hilft gegen das Stehlen nicht, oder? Muss ich gleich mal andersrum testen, was genau das beeinflusst und was nicht. Aber wenn wir merken, dass jetzt ein oder zwei solcher Sachen relativ schnell miteinander passieren, dass wir dann auf jeden Fall abtauchen und dass wir an den Stats von unseren Agenten arbeiten. Du, weiter. Public sentiment is increasingly with us. Continue. MK3 Coil Cannons. Das waren die falschen, ne? Thrall gegen unsere Kontrollpunkte. Haben die Sachen hier irgendwelche Sachen, die noch dahinter kommen? Nee. Ich bin, was den Forschungstree angeht, immer noch sehr paranoid, weil doch recht häufig Sachen einfach dazugeworfen werden. Also jetzt nicht durch die Patch und so weiter, das auch, da wird ein bisschen durcheinander gebracht und hinzugefügt. Aber nee, ich meine, ich dachte ja bis vor einer ganzen Weile auch, dass die drei Triebwerke hier mit die höchsten wären, die man so basteln könnte, und war tierisch happy, dass sie so schnell hinkommen. Und dann kam der ganze Wust dazu. Also ja, weil danach kann man vorher auch nicht suchen, weil die Menschen ja nicht wissen, dass es das gibt. Und eventuell irgendwelche von diesen Hydra-Forschungen schaltet dann auch irgendwas frei, von dem ich aber noch nicht weiß, dass es da ist. Na, wisst ihr, was ich meine? Also jetzt, wenn ich das anklicke, dann sagt er mir, nö, das macht nichts. Aber wenn ich es dann hab, dann, oh, das macht doch das und das. Sowas in Richtung. Die haben so viel, was dagegen anarbeitet, ne? Ja, mach mal. Targets lost. Oh, schade. Modierung ist zu Ende und wir sind immer noch 14%. Also nö, das mit den Pflanzen ist wirklich, das ist einfach nur ein ganzer Batzen von diesen Pflanzen irgendwo in der Pampa und das wird dann gebombt und dann ist gut. Die nächste Frage wäre jetzt auch noch, ist das wirklich abhängig von der Anzahl an Schiffen? Also ich nehme jetzt mal unseren Earth Protect, das waren ja vier Stück. Das hat eben gerade 2 Wochen gedauert. Bei einer Pflanze. Das heißt, ich splitte jetzt mal die Flotte. So. Und Earth Protect Jäger bombt jetzt die Pflanze da. Und Romeo 45 bombt die Pflanze da. Angeblich auch 14 Tage. Aber es kann einfach sein, dass die 14 Tage bomben. Das heißt nicht, dass innerhalb von 14 Tagen das Ding zerstört wird, oder? Alles for Science. Testen wir. Space Dog. Yay. Noch mehr von diesem Enthrall-Zeug. Target destroyed. Fertig. Also, er wirft einfach Bomben rauf. Die machen effektiv Schaden oder reduzieren die Xenoforming-Zahl. Und wenn das eh nur wenig im Land war, dann brauchst du halt nur ein bisschen Bomben. Und wenn es eine größere Zahl ist, dann brauchst du mehr Bomben. Ich denke schon, dass die Anzahl an Schiffen da wichtig ist. Repeat. Yay. Join, ist auf dem Mars alles, ne? Join Mars Protect. Mars Protect. Mars Protect. Mars Protect.
632. So, du auf dem Mars, geh mal wieder so ein kleines bisschen jagen. Engage. Und das ist immer noch Mars Protect Jäger. Und ja, ich weiß, in letzter Zeit kamen recht viele Kommentare, dass ich mit den was ist getargetet ein wenig durcheinander komme, und das ist so richtig. Das ist einfach, auch will ich, obwohl ich jetzt schon seit 200 noch was Stunden dieses Spiel spiele insgesamt, finde ich das teilweise noch ein bisschen tricky. Also wenn ich auf irgendeinen klicke, dass er dann nicht immer genau zu dem Charakter geht, sondern teilweise noch zu einem anderen, also solche Sachen. Aber ja, Mars Protect Jäger, du würdest gerne andere Schiffe zerstören. Gage. Die wollen immer noch China. Ich komme wieder nach Hause. So, die wollen immer noch China Persian und kriegen das nicht gebacken. Irgendwann geht das wieder auf, ne? 16. September. Mhm. Okay. Das heißt, Romeo 45, könntest du was anderes aussuchen? Gucken jetzt einfach hier, wo noch Pflanzen sind, und da wird dann gebombt. Tipp. Tipp. Bump. Continue. Mars kann jetzt wieder warten. Enemies are planning. So, das mit dem Knacken hat ja leider nicht geklappt. Kommen wir denn voran, was das Mögen angeht? Wir sind bei 18%. Das ist jetzt nicht wirklich toll. Prozentchancen hier sind aber schon mal besser. 77%. Plus halt das, was gleich noch dazu kommt. Du solltest dir die Aliens angucken. We'll see what we can find. Standing by for orders. Ist nur eine Alien, ne? Ja. Und da wir jetzt ja eigentlich alles bomben können, könnt ihr andere Sachen machen. Wofür würde ich euch denn nutzen, euch Pflanzenzerstörer? Phanasul war ja mal gedacht zum Advisen, ne? I will advise. Where do you need me? Und, oh genau, ich wollte noch schauen, was jetzt genau beeinflusst mit dem Stehlen. Wir können nur leider nichts stehlen, weil wir diejenigen sind, die am meisten, was hier? Die am meisten Forschung haben. Aber ich glaube, es geht eher darum, dass wir kein Ziel haben, dass wir gut genug gescannt haben, dass wir dann überhaupt die Stehfunktion durchführen können. Mission List. Genau, hier steht das doch alles. So, Purge 9. Increased Unrest, Stabilize, bla. Das hier hätten wir auch machen können. Also die Taktik mit den Aliens nicht zu sehr provozieren ist immer noch valide. Aber so ein bisschen provozieren zwischendurch wäre okay. Ich denke, es wäre wichtig, wenn wir ab einem gewissen Punkt, vielleicht so ein, zwei Jahre nach Spielstart, anfangen, feindliche Agenten zu töten. Also einmal alle Agenten töten, so alle paar Jahre, damit sie keine guten Agenten aufbauen können, damit sie gar nicht erst anfangen können, Sachen bei uns zu sabotieren oder zu stehlen. Bei den Untertanen und bei der Schutzherrschaft wird es dafür sorgen, dass wir Alien Threat kriegen, aber die müsste dann wieder runtergehen. Es ist halt nicht so extrem, wie wenn wir einen Alien töten oder gefangen nehmen oder deren Basis stürmen. Und es sabotiert halt auch indirekt die Aliens. Also nicht wirklich, aber es sabotiert halt die, die uns sabotieren, so in der Richtung. Und Länder wegnehmen und gegen anstänkern, was Tröten angeht, weil wenn die keine 25 Persuasion-Leute haben, dann sind sie auch nicht so gut da drin, uns plötzlich irgendwelche Länder zu flippen, ne? Ja, so Steel Project. Wie verteidige ich mich? Security. Sie zielen auf einen. Die können das bei einem Hub machen. Ich hab die Hubs gar nicht bedacht. Wir können mit unseren Agenten halt auch von der Erde weg.
Das habe ich bisher noch nie gemacht. Das heißt, er müsste einfach nur zu einem von deren Hubs hinfliegen und sich dann da so rein igeln und dann kann man da regelmäßig stehen. Also es bringt uns halt nichts, aber wie finden wir raus, wo die sind? Müssten wir dann einmal alle unsere Hubs abgehen und da suchen? Okay. Also Security. Das heißt, jeder unserer Agenten braucht definitiv höhere Security. Nicht nur, um nicht erschossen zu werden, sondern auch, um nicht bestohlen zu werden. Gut. Back to game, back to game. Wie kannst du beim Tröten helfen? Du hast ja doch inzwischen recht hohe Persuasion. Ja. I will tell our story. Confirm. Offering support. Lend in my expertise. So, die sind immer noch am Bomben und das bestätigt meine Theorie, dass je weniger Schiffe es sind, desto länger dauert's. Wir wurden weiter bestohlen. Ja, jetzt ist mir das auch egal. Jetzt haben die bald alle Forschung, denn ist gut. Orbital Bombing Run ends. Das wärst du. Bomb. Ja, daneben den Panzern. Was kann da schon schief gehen? Nicht aus Versehen irgendwelche Panzer treffen und die werden dann stinkig und dann werden irgendwelche Bodenallgeschosse auf uns ausgerichtet. Oh. Ich glaube, wir sind gleich fertig. Continue, continue. We are winning their hearts and minds. Weiter tröten in Deutschland. Weiter tröten in Deutschland. Es geht so viel schneller damit. We've hit them where it hurts. Und gecrackt. Sehr schön. Also, da jetzt noch zwei Kontrollpunkte. Ah, die haben beide dasselbe gebombt, hm? Okay. Dann könnte man sie auch gleich wieder zusammen mergen eigentlich. Merge, merge, Earth Protect. Oh, was für einen Unterschied macht das jetzt, aus welcher Höhe wir das machen? Defended location will return fire. Earthspace, space facilities and armies typically must be in a nation at war to be targeted. Target large civilian is an atrocity. Einmal ist da irgendein Glitch drin, was den Text angeht. Aber sonst verändert sich da nicht wirklich viel. Probier es jetzt mal von oben und guck, was passiert. Also bei Laserwaffen soll es einfach weniger Schaden sein, ne? Weniger Schaden, aber dafür auch schwerer zu treffen von Bodenallwaffen vielleicht. Spaceworks, das müssten jetzt mehrere sein nacheinander, wenn sie dann irgendwann da durch sind. Das ist gut. Das heißt, wenn der Shipyard zerstört wird auf dem Mars, können wir da weiter agieren. Das dauert alles hier eine ganze Weile, ne? Ja. Du hast neue Organisationen. Müsste ich eigentlich jetzt auch wieder vermehrt checkern? Wegen sowas zum Beispiel. Mehr, also für 1.4% mehr Output. Das klingt gut. Hat noch irgendwann Platz? 16 Security, 16 Security, 12 Security. Du brauchst mehr Security. Du brauchst kein Persuasion, nein. Du brauchst einfach nur Security, Security. Du auch. Du hast schon 16. Du hättest aber Punkte über. Und du bist eh Bleach, ne? Kannst schneller lernen. Dann kriegst du jetzt mal mehr Espionage, damit du nicht auffällst bei dem, was du tust. Espionage, Espionage. Und das war's. Chucks kann den Punkt jetzt knacken. Terminating the opposition. Na gut, knack den nächsten. Ready for my mission. Eigentlich würde ich.
Janalgo macht doch erstmal nichts. Nee, also tröten, ja. Aber ich würde als zweiten Punkt eigentlich ganz gerne nur den Exekutivpunkt haben. Den Rest holen wir uns dann nach und nach, wenn wir irgendwie mehr Kontrollpunkte bekommen. Da müssten wir auch gleich mal schauen, wie wir das denn jetzt anstellen. Wir sind inzwischen auch wieder auf 4000 Metallen. Damit müssten wir Dinge tun. Ich bin mir noch nicht sicher, was wie wo. Eigentlich die Upgrade-Sache, ne? Ja, ich denke, mit den 4000 Metallen gucke ich jetzt mal durch, wo wir mehr Verteidigung bauen könnten. Zur Abschreckung. Oder sonst. Entweder die Minen aufstufen von 2 auf 3, wobei da haben wir, glaube ich, schon die lohnendsten Ziele einmal aufgestuft. Oder sonst komplett neue Asteroidenbasen. Ja, da schaue ich mal. Bis gleich.